Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In Minecraft gibt es mehr, diesen Spruch hatten wir schon. Überlebenssimulator starten. Tja Leute, nicht mehr lange und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich die ganze Zeit gemacht hatte. Da unten haben wir übrigens einen kleinen Creeper. Advent, Advent, der Zombie brennt. Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Hoffentlich fällt mir jetzt keiner auf den Kopf. Hatte ich auch schon. Diese Musik ist so dermaßen laut auf meine Ohren, dass ich auch kein Monster höre, selbst wenn es in meiner Nähe wäre. Ich hoffe jetzt, machen wir das mal ein bisschen leiser. Moment, Moment. Das haben wir doch gleich. So, das ist schon viel angenehmer. Dann höre ich die Viecher wenigstens. Was wollte ich machen? Ich wollte ja schlafen und dann wollte ich zurück in die Monsterfalle. Habe ich jetzt alles dafür? Ich wollte mehr Leiter. 5 Leitern reichen. Ich habe genügend Cobblestones. Ich habe genügend das. Ich habe genügend das. Man kann auch mal vergessen, was man wollte. Das ist ja von mir durchaus schon gewohnt. Darüber. Wieder unser unregulärer Abstieg, den ich eigentlich, muss ich sagen, ganz klasse finde, weil man wirklich die Übersicht und kann gucken, was los ist. Warum läuft denn das jetzt flüssiger? Warum läuft denn das flüssiger? Hallo, Creepy. Creepy. Hallo, Mr. Creeper. Ach, es ruckelt ein bisschen, aber ich glaube, es läuft für euch flüssiger. Hier ist nichts. Immer links vor rechts. Also erst links, dann rechts. Und dann nochmal links. Und dann runter. Da drüben rennt er rum. Dann gehe ich doch mal hier lang. Aber hier kann ich nicht sehen, ob hier nicht auch einer rumrennt. Ne, ich sehe keinen. Nur ich renne hier rum. Ich stecke fest. Das, ach ja, wir haben ja das Steine da, Sandstein gemacht und sowas. Das wollte ich gar nicht. Ich habe mich verbaut. Ich habe mich verbaut. Ich habe mich eingesaut. Haha, schlechter Gag. Nee, wann musste ich? Das war richtig hier. So, und jetzt sind hier. Und jetzt sind. Ach, Minecraft auf Vollbildschirm ist ein klein wenig anstrengend. Ich meine, das wird euch auch. Also spielt man Minecraft im Vollbildschirm, ne? Es ist schon so ein klein wenig. Ja. Creeper? Nein. Okay, ich Paranoia greift weiterhin um sich. Aber man feiert den Paranoia-Tag, ja, ne? Paranoia feiert man ja auch das ganze Jahr. Und in unterschiedlichen Kulturen fängt auch das Paranoia an ganz anderen Tagen an. In Japan zum Beispiel feiert man das ja auch im März. Vielleicht feiern wir jetzt zusammen irgendwie mit den Japanern das Paranoia. Ha! Ach, der war auch wieder ein Traum, ne? Ich sag's ja, ich hab's voll drauf. Na, komm, bau da einen Stein hin, Junge. Ich möchte gerne an Musik. Kann ich singen zu der Musik? Die kenne ich nicht so gut. Das ist Spyro the Dragon Musik. Kennt die jemand noch? Kennt jemand noch Spyro the Dragon? Oh, jetzt hört das Stück gerade auf. Dann fängt das nächste Stück Dreck an. Hahaha, Stück Dreck. Sollte ein Diss gegen das... Machen wir da eine Fackel hin. Einen höher muss ich eh noch. Oh. Ja, das. Ich habe festgestellt, Videospielmusik ist wirklich. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Videospielmusik ist wirklich am besten als Musikhintermalung für Minecraft. Und ich freue mich schon. Ich habe die perfekte Musik. Es ist eigentlich so dumm. Ich meine, es war direkt vor meiner Nase. Jahrelang stand es da sozusagen rum und hat mich angeglotzt. Ne? Magst du dieses Album? Magst du dieses Album? Du magst es? Du magst es? Ja, das ist doch die perfekte Höhlenmusik. Warum benutzt du es nicht? Ja, auch ich kann ja mal doof sein. Mal vor allen Dingen, ne? Da drüben ist es so dunkel. Da könnten Monster spawnen. Und es ist vor allen Dingen sehr nebelig da. Ich vertreibe mal den Nebel. Hallo. Licht. Nein, Leiter. Licht. Nein, Leiter. Das war Absicht, ne? Ich mache hier mal, ne? Licht hin. So, jetzt ist das Ganze schon wesentlich weniger gruselig. Aber dieser Gorch-Fork-Nebel. Was will uns dieser Nebel sagen? Bleib zu Hause, Leute. Hier stinkt es. Giftige Dämpfe. Oh, das war nur eine Kuh. Meine Güte, Kühe. Ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Ja, wir brauchen übrigens noch mehr Cobblestones. Falls es dem einen oder anderen nicht aufgefallen sein sollte. So, jetzt grabe ich mich hier mal nach oben. Einfach in der Hoffnung, dass hier wirklich keine Höhle ist. Und wenn, dann würde ich ja, glaube ich, auch schon Möp hören. Der mir auf den Köpf fällt. Weil es ist echt so. Ich habe in meinem Leben nur ein paar dumme Augenblicke nach oben gebuddelt und mir fiel dreimal von diesen dummen Augenblicken ein Möb auf den Köpf. Es ist einfach nicht zu glauben, was ich für ein Glück habe. Am schönsten war neulich der Spinnenspawner.
laufe ich da durch die Gegend, denke, ja, wow, so viele Spinnen. Ich denke auch noch, ich bin, oh, ich habe sie alle getötet. Jetzt kann ich den Spinnenspawner abstecken. Und was, aua, aua, aua. Jetzt habe ich meine bloßen Hände dafür benutzt. Und was passiert? Diese ganzen Spinnen kleben an der Decke und fallen alle auf einmal auf mich herunter. Schwimm. Und das war's dann wohl. Das war ein sehr unangenehmer Tod, weil der Spinnenspawner war mitten in einer gigantischen Höhle. Aber ich habe ihn wiedergefunden. Ich bin einfach dem gekrepelten Geräuschen gefolgt. Diesen kleinen Spinnen, diesen gruseligen kleinen Spinnen. Und ich bin keins der Mädchen, das Angst vor Spinnen hat. Ich mag Spinnen. Ich nehme die auch auf die Hand und ich setze sie dann nach draußen. Ich staubsauge sie nicht weg, so wie andere Menschen das machen. Was ich übrigens sehr unsozial finde. Nein, ich mag Spinnen tatsächlich. Ich gebe denen sogar Namen. Über meinem Bett wohnt Fridolin. Aber wenn sie mir so direkt auf den Kopf fallen, und das hat Fridolin auch schon mal gemacht, finde ich sie nicht mehr so toll. Nein, so viel Geräuschvognebel wollte ich nicht. Wollte ich so eigentlich nur wieder runter, weil ich glaube 61 Cobblestones. Ich kann richtig zählen. Du hast ein Schwein. Das ist viereckig. Oh mein Gott, die Schweine in Minecraft sind viereckig. Ist nicht wahr. Komm, hör auf, mach Sachen, Junge. So, jetzt hier hoch. Lala, es ruckelt auch mit Geräuschvognebel nicht weniger. Ich muss mich einfach dran. Vielleicht ruckelt Minecraft auch so. Das ist vielleicht auch normal. Ich bild mir vielleicht auch ein, dass es irgendwie flüssiger laufen könnte. Ich weiß nicht. Was habe ich für eine Framerate? 25. Zielrate 25. Wieso ist meine Zielrate auch 25? Hä? Maximale Rate 60. Formatierung läuft heiß. Hä? Hä? Meine Statusanzeige sieht total toll aus. Was soll das? Naja, ich muss ja nicht verstehen. Ich verstehe ja sowieso nichts von Computern. Hä, ich kaufe mir ein iMac, damit komme ich bestimmt gut hin. Ja, ich verstehe ja nicht so viel von meinem Computer, das ist klar. 2 mal 3,6 Gigahertz, das wird doch wohl irgendwo auch mal sich bemerkbar machen. Außer bei Photoshop, was unglaublich schnell läuft. Ich sollte da unten nicht da jetzt ganz dunkel machen. Ach nee, ich mach da ganz dunkel. Nach spawn der Map drin. Haha, ich mag Maps. Oh, sag ich mir auch noch weh. Nee, es ruckelt mir zu sehr. Ja, jetzt zeigt er mir auch gerade an, dass das jetzt nicht so eine gute Idee ist. Ach, das war nur ein Schweinchen. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, du Schweinchen. So. Fackel. Licht. Ja, jetzt müssten wir hier nur auch noch irgendwie dazu machen. So ist es schön. Und dann das hier raus hier kloppen. Ah, da haben wir ja das Eisen. Oh, lecker. Ah, das war nur ein Eisen. Was soll das? Das war ja, das hat mich verarscht. Guck mal, Eisen. Doch nicht. Ah, ich mach da Geräuschvorknebel wieder weiter an. Geht doch einfach flüssiger mit Geräuschvorknebel. Fällt mir ein, dass wir hier natürlich auch noch ein Schiff hier hinbauen müssen. Und ja, ich reiße den Sand gerade absichtlich aus der Wand, weil ich dort Cobblestones reinstonen möchte. Ja, ja, Cobblestones sind ja eigentlich, wenn man das jetzt aus dem Englischen nimmt, wirklich so kleine runde Steinchen, so eine Ansammlung von Geröll. Das ist ja logisch, dass das entsteht, aber ich bleibe wirklich gerne bei meinem hier so Ziegelstein-ähnlichen Texten. Aua, aua, aua. Jetzt habe ich natürlich keine Spitzhacke mehr, das ist ja richtig klasse. Ah ja, hab ich mir das gut ausgedacht. Na, Kinders, bin ich nicht der schlaue Kind? Bin ich nicht der schlaue Map? Was? Warum? Warum? Mann, jetzt, ja klar, unten ist wahrscheinlich jetzt auch ein Spawner und jetzt kommen hier ganz viele Zombies angerannt. Brains, gib mir dein Gehirn, ich esse es gerne. Dann muss ich ja hier noch einen runter, dann muss aber auch hier auf jeden Fall, machen wir hier schon mal zu. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das kann man so machen, man muss es nicht. Es muss ja sowieso noch weiter da nach unten. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ach, da habe ich eine Leiter hingesetzt, ne? Ha, ja klar. Hallo, 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 wollte ich gerade machen. Ha, toll. Hier komme ich nie raus. Da muss ich weiter nach unten buddeln. Da sehen die Halbsteine ganz schlecht aus. Hier mal hier noch eine Fackel hin. Dass da meine Tür ist, ist ja auch super. Da kommt man ja auch gut hin. Hep, boah, da bin ich wieder. Und, wie sieht's mit der Sonne aus? Die geht gleich unter. Haben ja tolles Timing. Sind wir gut? Ist der Creeper weg? Creeper? Nee, die spawnen ja irgendwann, aber manchmal traue ich der ganzen Sache nicht so, weil ich habe auch schon an einem lauschigen, romantischen Abend mit Grillenzirpen und wunderschönen Sonnenuntergangsglitzer auf dem Wasser einen Creeper gefunden, der einfach auf mich zurannte und meinte, den Sandstrand,
Den willst du? Ja, ich geb dir Sandstrand. Ja, okay. Habe ich dann hier... Ach, guck mal, ich habe noch einen Cobblestone hier drin. Mensch, du hast mir ja gar nichts abbauen müssen. Was? Ach, das war ein Moosstein. Ach, ich kann's mir nie merken. Ich musste Moossteine wieder ein bisschen moosiger machen. Ich kann mir das nie merken. So, jetzt braten wir hier auch noch wertvolle Cobblestones. Ja, wir haben nicht so viel. Mit, ja genau, da mal drei und da mal zwei reinhauen für Spitzhacken und das leckt. Und wenn ich jetzt in dem Let's Play noch ein paar Mal erwähne, dass es irgendwie leckt oder so, weiß ich, ich schieße mich selber irgendwie mit dem Creeper ab. Ich verspreche es euch auch, aber... So, jetzt können wir schon schlafen gehen, ne? Ja. Nein, ich schnarche natürlich nicht, ich meinte... Oh, ich habe ein Nebelig heute Morgen. Morgenstund hat Mundgeruch. So ist schön. Nein, natürlich nicht, aber man sagt das so. Ist das eigentlich so? Kann man mal wieder eine Umfrage machen. Habt ihr morgens Mundgeruch, Kinder? Also ich nicht. Aber ich esse auch morgens gleich einen Apfel, auf den ich dann allergisch reagiere und dann muss ich immer gleich ins Krankenhaus rein. Ich habe früher als Kind immer morgens gleich einen Apfel gegessen. Heute esse ich ein Schweinchen. Hallo, du kleines Schweinchen. Was labere ich eigentlich schon wieder von gehirnverbrannten, blöden...